Und damit hallo meine Zuschauer und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen Alien Isolation, ein Horrorgame der besonderen Art mit vielen schönen Jumpscares und es spielt im Weltall. Und was darf bei Jumpscares nicht fehlen? Genau, die Facecam. Moinsen. Ja, sorry, falls die Facecam jetzt ein bisschen umwackelt, aber naja. Wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Alien Isolation, Spiel starten. Wir machen natürlich Mittel, wir sind so ein Mittelding. Ja, damit ich es euch mal, damit ihr ein bisschen mehr seht, mache ich es für euch etwas heller. So. Ja. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal den Anfang des Spiels und wir sehen uns gleich wieder. Sega Presents. In association with 20th Century Fox. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Und jetzt fängt Alien Isolation an. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Werden wir diese Herausforderung annehmen? Wie es scheint, ja. Okay.
Ja, so, jetzt können wir die Festung wieder anmachen. Ja, nach dieser kurzen Cutscene sind wir jetzt im Schiff der Nostromo. Wir sind jetzt vom Hyperraumschlaf aufgewacht. Ne, nicht Hyperraumschlaf, Hyperschlaf nennt man das, ne? Ja. Ja, ich habe wie gesagt schon ein bisschen angespielt, dass wir hier nicht komplett lost rumlaufen. Weil die eigentlichen Sachen kommen ja erst später. Ich hoffe, sind mit den Sounds so in Ordnung. Denke ich mal. So, dann ziehen wir uns mal an. Also, wir haben hier einen Speicherpunkt. Den werden wir wirklich oft brauchen, glaube ich. So, dann haben wir hier. Haben wir hier irgendwas? Mit Stab können wir die Karte aufrufen. Ah ja, da ist unser Spind. Wunderschön. Sehr abgeschlossen. Ziehen Sie sich an. Ja, das war ja sehr schwer. Diese Computer hier, die haben immer so schöne Texte. Ihr könnt ja die Gameplays pausieren, um euch die durchzulesen. Denn die sind echt lang, habe ich. Und da habe ich wirklich keine Lust, die mal durchzulesen. Und so storyrelevant sind sie auch nicht. Außer man spielt so richtig storymäßig. Eine Dusche, wir haben eine Dusche, was? Oi. Wunderschön. Wir haben noch volles Leben, das ist auch gut. Kann man die Toilette benutzen? Nee. Schade. Naja, hätte ja sein können, ne? Okay. Haben wir hier irgendwas drin? Hier ist Schrott drin. Immer alles mitnehmen, das ist nämlich wichtig. Ist leer. Ja, da hinten ist doch was. Ja, Alien Isolation, ein sehr gutes Horror-Game auf jeden Fall. Also für die Leute, die keine Horror-Games mögen, am besten abschalten. Würde ich nur empfehlen. Ja, die gruseligen Sachen kommen, wie gesagt, erst ein bisschen später. Aber die Jumpscares werden auch übelst cool. Ja, also, denke ich mal zumindest. Ein paar Raumanzüge haben wir hier, wunderschön. Dann gehen wir mal hier lang. Und da ist unser guter Freund. Hallo. Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu. Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Überschlaf, Hab sie sage noch ich nicht ja. gesehen, ich werde nach ihr schauen. Okay, also, wir müssen jetzt zu der anderen. Die sitzt ein bisschen weiter weg. Genau, sie sitzt nämlich in dem Gang hier. Also nicht in dem Gang, aber. Ich finde dieses Design so mit Orange, Weiß, Grau ist wirklich schön modern. Ah, da sitzt sie ja. Guten Tag. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Warum nicht? Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir Ja. leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Oh, Sie... Schon 15 gut. Jahre. Wir kriegen beide ja, was Boah. wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist Ja. wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Da waren wir gerade. Okay, lass mal kurz was schauen. Wir müssen Alle jetzt. Angestellten Ja. zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Moin, Sir. Oh, da kommt hier die eine. Und wo ist der andere Dude?
was, deswegen klacken. Das klingt merkwürdig. Jetzt warten wir extra noch auf den anderen Dude, ey. Ah, da ist er ja. Dann sprechen Sie mal. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Das glaube ich. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Naja. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Das ist meine Missionsunterlage. Perfekt. Gut. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Oh, das klingt nicht so schön. Hallo Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Station wurde abgeriegelt, habe ich verstanden. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Hoffen wir's. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Boah, die ist aber schon riesig, die Station. Ich hoffe, das mit den Untertiteln ist okay. Mein Gott, Ridley. Sie machen das gut. Ja, das ist, ich habe mich gerade schon bei dem lauten Geräusch erschrocken, nur so zur Info. Ja, also, wir müssen jetzt auf die Station. Ach so, scheiße. Ja gut. Ich will mal kurz die Sounds ein bisschen runterstellen, damit wir hier... Und die können wir ruhig lassen. So.
dass sie nicht zu laut haben. Na, ansonsten wird das ein bisschen schwierig. Ja, okay, also wir müssen jetzt auf jeden Fall auf diese Station, um einen Flugschreiber zu holen, habe ich verstanden. Sehen wir uns mal ganz kurz um. Sektorisiert, suchen Sie Hilfe. Das werden wir versuchen, zumindest. Da fällt die Station hoch und da haben wir einen Speicherpunkt. Hey! Wunderbar. Ja, kurz Info vorab, die Videos werden... Ist ja gut. Okay. Also sagen wir heute, die Videos werden so alle ca. 30 Minuten lang gehen, vielleicht auch länger. Denn wenn man erstmal im Ist ja gut. Meine Güte. Dann gehe ich da eben nicht durch. Weil halt, wenn man erstmal im Gameplay drin ist, dauert es Ewigkeiten, bis man bemerkt, dass man zum Beispiel jetzt. Kann das mal alles aufhören, euer Rum zu wackeln? Danke. Kann deshalb Ewigkeiten dauern, bis man checkt, dass man eigentlich die Aufnahme mal beenden sollte. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal ab und zu raus habe. Und ja, ich. Bei Filmsequenzen tue ich dann die Facecam ausmachen, damit man bessere. Meine Güte, ey. Sehr gut. Damit man besser die Atmosphäre genießen kann oder so. Ja, gut. So, wir müssen da. Ich erschrecke mich bei dieser Szene immer wieder. Obwohl ich ganz genau weiß, dass es passiert. Ach, Mann, ey. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, kannst du laut sagen. Ab dadurch. So, ja, wie gesagt, am Anfang passiert jetzt noch nicht so viel. Deswegen versuche ich den Anfang jetzt so ein bisschen so schnell wie möglich durchzuspielen, damit wir möglichst früh Action kriegen. Alter, jetzt könnt ihr irgendwo mit alles zusammenstürzen hier. Heiliger. Ja. Und... was? Sam? On? Some, oder ist das ein E? Someone new. You always know working, Joe. Okay. Ted, was ist Ted? Das habt ihr doch jetzt auch gehört, oder? Es war definitiv irgendwas im Lüftungsschacht. Oh, ist das hell, Alter. Licht. Was ist das denn? Bindemittel. Da haben wir ja schon ordentlich was. Wenn ich das erwartet? Ich weiß es nicht mehr. Q? Nee. Z? Nee. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Ist da wer? Nee, hier ist keiner. Glaube ich zumindest. Ja. Also die Station scheint so sehr alt zu sein. Durch das System wird die Karte mit unerforschten. Achso, ja, ja, genau, Karte. Die ist immer unser bester Freund. Hier sind wir hochgekommen. Achso, das war die Tür, die zu war, genau. Von Interesse, ja, ja. Ich weiß, dass es zu war. Alles gut. So, ein Speicherpunkt, speichern wir gleich. Erstmal machen wir Energie. Eins, zwei und drei. Also, dass man später in solcher Zeit noch solche Generatoren hat, naja.
Terminal zugreifen. Unsere Sachen umgelagert. Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, jetzt kriegen wir mal hier Strom. Oh, hallo. Wer sind die denn? Hauen die einfach ab. Gut, speichern wir erstmal, ne? Speichern ist immer wichtig, glaubt mir. Also ich habe noch nicht wirklich viel angespielt, nur so ein bisschen. Aber auch zu unserem eigenen Interesse. Ja, hier ist ordentlich was durchgeknallt. Was ist das hier? Impfpistole, Sprengkapseln, ui. Weil jetzt hier war ich auch gar nicht. Zugang zu. Oh, Safe steht ja oben im Computer. Wartet mal. Den finde ich mal kurz raus. Den brauchen wir, den brauchen wir. Der ist wichtig. Okay, also. Privat. Auf Wiedersehen. Ah, 0340. Wunderschön. 0340. Was auch immer da hinter dieser Tür sein mag, weil ich da wirklich noch nie war. Den Raum kenne ich gar nicht, habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Also, 0340. Oh, ist alles orange. Ist das hier? 5 Pistolen. Wie craftet man denn? Ach nee, das kann ich erst später lernen, genau. Medkit. Ah ja. Können wir schon? Oh, perfekt. Das ist schön. Okay, öffnen Q. Okay, erhalten zum Aktivieren. Nee, machen wir nicht. Ich möchte es gerne aus der Hand nehmen, wenn es geht. Nee, geht nicht. Egal. Dann gehen wir mal weiter. Und erforschen diese Station. Open the door. Hier laufen wir nochmal durch. Alter, hier fällt gleich wirklich alles auseinander. Apollo. Oh. Was zur Hölle ist hier passiert? Das weiß ich auch nicht. RIP Sevastopol. Aufzüge, Giftshop, Baggage Claims, der irgendwas. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier lang. Strangers Hot. Ah ja. Oh, das ist unser Schiff. Die Torrens. Ja. Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Kontaktieren Sie die Torrens, machen wir. Hey. Hallo? Nein. Hallo? Machen die einfach die Schotten dich. Ich glaube, es hackt. Hallo? Also wirklich. So eine Frechheit, ey. Oh, und da habe ich gerade einen Schreien gehört. Könnte natürlich auch nur das Gatter gewesen sein, man weiß es nicht, ne? So, da müssten wir rein, aber dafür brauchen wir erstmal Cret Amusements. Strom, und den können wir hier wieder anmachen mit dem schönsten Generator der Welt. Ja. Oh, zweites Mal und das dritte Mal. Und Energie. Ah, da geht's auf. Das sollte, glaube ich, nicht sein. Das war letztes Mal nicht da. Okay. Merkwürdig. Das sieht mir ja nicht sehr vertraut aus. Kann es auch nicht. Ich laufe schon wieder irgendwelchen Unsinn. Ja, und diesen Typen im Hintergrund hat man jetzt auch nicht wirklich verstanden, glaube ich.
So. Ah ja, hier geht's lang. Schacht öffnen. Runter da. Bräuchte ein bisschen Licht, das wäre schön. Wir hatten doch hier so eine Leuchtfackel, genau. Gib uns mal ein bisschen Licht hier. Wunderschön. Jetzt sehen wir auch mal was. Nein, hier ist niemand. Bitte bleiben Sie weg, falls irgendjemand hier ist. Ich dachte gerade, da kam... Oh, Alter. Ganz kurzer Schreckmoment. Sieht sehr stillgelegt hier aus. Rechte Maus. Das hier. Ja. Machen wir da hinten mal ein bisschen Licht. Oh, guck mal, ein Saugroboter. Wunderschön. Könntest du mal aus dem Weg fahren. Vielen Dank. So, wir müssen jetzt... Oh, noch mehr Schrott. Wir müssen bestimmt weiter. Wir müssen einen Flugschreiber finden. Frage ist, wann finden wir den? Oder gibt es den überhaupt? Oder... Ja, ne? Ja, Stick. So. Nein, ich habe ihn nicht erschreckt. Nein. Nee, das ist alles nur Einbildung gewesen. Ah. Ja, hier war ich schon. Ja, das kenne ich noch. Machen Sie auf das Ding, ja. Schon der Generator. Wir brauchen wieder Strom. Oh, das ist aber eine dicke Fuse hier, wenn man da nach links guckt. Das ist ja... Wir haben die ja nur so einen kleinen oder so. Energie. Das war nicht ich. Nein. Hier ist niemand. Bleiben Sie weg. Irgendwas kriegt die durch die Luftschächte. Das, oh Gott, ey. Schlimme Sache. Das war nur eine Lampe. Das war nichts Schlimmes. Fuck the Marshals, ja. Kenn den nicht mal, aber ja. Open the door, please. Oh, noch ein Speicherpunkt. Immer schön speichern. Ja. Haben wir hier irgendwas Schönes? Nö. Auch toll. Dann haben wir da irgendwas, das aus dem Lüftungsschacht kommt. Und hier geht es weiter. Oh. Moin. Scheiße. Ja, ich würde sagen, den hat's erwischt, ne? Das ist bestimmt Corona. Corona wütet hier. Oh, es existiert auch noch im Jahr. Keine Ahnung, was die gesagt hat. Naja, jetzt gehen wir mal kurz den Typen rein. Und befragen wir mal. Na, können wir eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also, die Leitung solltet ihr vielleicht auch nochmal abdichten. Oh, okay. Moin, Sir. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Gut. Eieiei. WAT, ja, sehr gut. Ah, oh, Marshals, ja. Oh, okay, das Ding können wir aufmachen. Also die haben die Dinger hier vorgemacht, um irgendwas wegzuhalten.
Ja, und ich mach's gerade alles ab. Wunderbar. Bringt sehr viel. Die Dinger hören wir uns einfach auch mal nochmal an. Ich gehe mal davon aus, dass im Schacht nichts war. So, jetzt müssen wir das Ding aufmachen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, dranbleiben und schauen, was passiert. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.